Jo, grüß euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich mit euch Beluga-Linsen mit Curry zubereiten. Dazu brauche ich einmal eine geschälte Zwiebel. Die zerkleinert und gehackt wird. Weiters geschälte Bio-Karotten. Die ich dann in Streifen schneide. In Würfel schneide, ganz wie es euch gefällt. Aufpassen, damit ihr euch nicht verletzt. So, und Paprika, ich habe da roten Paprika verwendet, auch das schneide ich jetzt in Scheiben. So, als nächstes richte mal ein bisschen ein Kokosfett, das sich in einer Pfanne zerfließen lasse. Ist dieses dann heiß, wird die Zwiebel geröstet. Karotten und Paprika jetzt hinzufügen. Durchrösten. Beluga-Linsen nun dazu. Sind die nun auch glasig angeröstet, kommt ein guter grüner Veltliner hinein zum Ablöschen. Nun kommt auch Currypulver dazu. Ich habe hier einen roten Curry. Er ist kräftiger im Geschmack. Einmal durchrösten. Etwas Kurkuma nehme ich auch ganz gerne. Dann mit Wasser aufgießen oder noch besser mit einem Gemüsefond, wenn ihr sowas selber zubereiten wollt. Geht auch ganz leicht, indem man verschiedene Gemüsesorten ganz einfach verkocht. Nun lassen wir die Linsen einige Zeit weich dünsten. Dazu decken wir sie etwas ab. Nun sind 15 Minuten schon vergangen. Könnt ihr mal die Beluga-Linsen kosten. Die sind schon bei mir weich, ich habe das schon gemacht. Und um eine Bindung herbeizuführen, werde ich mir jetzt eine mehlige Kartoffel zur Hand nehmen und diese noch mit hineinreiben. Und zum Schluss erst das Salz hinzufügen. Die Speise wäre jetzt somit essfertig. Linsen sind weich, gebunden und einmal ganz was anderes als die herkömmlichen Linsen in Rahmsoße. Ja, ab drin und mir bleibt nur mehr übrig, euch gutes Gelingen zu wünschen. Lasst euch es gut schmecken, schaut euch auch meine anderen Rezepturen im Netz an und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen.